So, und dann fahren wir mal los. Was wie ein Spiel aussieht, ist für die Erstklässler der Christoph-Kolumbus-Grundschule Nachhilfe im Straßenverkehr. Der ADAC führte die Schüler heute praxisnah an das Thema Verkehrssicherheit heran. Die Kinder wissen schon ganz genau, wie sie sich auf dem Schulweg zu verhalten haben. Auf die Ampel, wenn grün ist, dass wir dann rüber können. Dass die Autos langsam fahren und dass sie Rücksicht nehmen auf die 1A. Dass wir auf die Autos Acht nehmen sollen und damit sie uns nicht überfahren. Einige Autofahrer halten sich daran anscheinend nicht. Alle 19 Minuten verunglückt bundesweit ein Kind im Straßenverkehr. Vor allem auf dem Schulweg und jetzt in der dunklen Jahreszeit kommt es zu Unfällen. Damit die Kinder besser gesehen werden, verteilt der ADAC in diesen Tagen 52.000 Sicherheitswesten an Erstklässler. In der Christoph-Kolumbus-Grundschule übernahmen das heute Morgen die Beinmaskottchen Felix und Frieda. Doch die gelben leuchtenden Westen garantieren allein noch keinen sicheren Schulweg. Ganz wichtig ist es, an die Eltern gerichtet, dass die Eltern mit den Kindern den Schulweg ablaufen, abgehen, mit den Kindern sie auf alle Hinweise geben, wo es gefährlich ist, wo eine Ampel ist, wo ein Zebrastreifen ist und das mehrmals. Das ist ganz wichtig. In den letzten 3 Jahrzehnten ist die Zahl an Kinderunfällen zurückgegangen. In Cottbus kam es im letzten Jahr zu 19 Unglücken. Dennoch gilt für Autofahrer, vor allem in Schul- und Wohngebietsnähe, Fuß vom Gas.